Kühner-Debab. Now this is a story all about how my... Wir sind hier gerade bei... Pauli meinte, wir sind für die beim Weihnachtsfest. In der Schlossstraße. So. Hi, ich hätte gern einen Döner. Hose? Alle bitte. Ja, bitte. Danke. Okay, also das ist jetzt der Döner, der ganz normale, alle Soßen, alles an Salat von, wie heißt der nochmal? Chembos? Heißt der so? Okay, und ich gucke halt, ich teste gleich alles und dann rankt man halt Salat, Brot, Fleisch, Gemüse, was ist Gemüse da? Und Soßen, okay. Ich hab richtig Bock. Also bisher schmeckt der richtig gut. Das Brot ist schön crunchy. Der Käse ist richtig lecker. Ja, ich muss erstmal noch ein bisschen weiter essen. Ich muss noch an die ganzen Soßen rankommen. Ja, aber die Soßen sind richtig gut. Die Soßen sind richtig perfekt. Ja, die Schärfe ist auch perfekt, ist nicht zu scharf. Der Salat ist frisch, alles geil. Das ist eigentlich ein Chicken Döner. Und das Chicken schmeckt geil. Also ich werde jetzt noch ein bisschen weiter essen, mal gucken, ob mir noch was auffällt. Das Chickenfleisch ist so ein bisschen herb. Ja, das passt perfekt zu den Soßen und zu dem Salat. Richtig, richtig guter Döner. Ja. Das ist auch nicht der beste, den ich gegessen habe, der kommt später. Aber der ist schon richtig gut. Der schmeckt auf jeden Fall ordentlich gut. Mal hier reinfilmen. Sieht doch alles frisch aus. Also, der Laden war auch gut. Das ist ein guter Güter. Das ist ein guter Döner. Also wir sind in der Schlossstraße in der Höhe von der Kieler Straße und ihr seht auch gleich noch mal ein paar Bilder vom Laden. Das ist so ein etwas kleinerer Imbiss und ja, der ist auf jeden Fall gut lecker. Also kann man mal auschecken. Das ist wirklich echt ein geiler Döner. Kann man sich gut machen. Ja. Ist eine gute Sache. Echt lecker. Stimmt, der Kameramann hat ein Dürüm. Was hast du da drin? Salat. Alle Soßen. Kein Schaf. Okay. Das schmeckt gut. Er nickt. Leute, der letzte Bissen ist immer der geilste. Da sind die ganzen Soßen runtergelaufen. Ja, die ganzen Soßen runtergelaufen. Das Fleisch ist so richtig geil eingeweicht. Und wenn das Brot richtig gut crunchy ist, dann ist es der geilste Bissen überhaupt. Also das geilste Stück. Ja, das war der erste Döner an der Schlossstraße bei Chimboss. War so eine gute, na gut, dann machen wir von 1 bis 5. Wenn man alles zusammenrechnet, also Brot, den Salat, das Fleisch, die Soßen, war das schon eine gute 3,5. Also wir haben uns keinen zu trinken geholt, weil wir gehen jetzt woanders was trinken, nämlich bei Bubble Tea.